Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted. So. Salah und der Tiger. Dann mal los. Daumen drücken. Sollte das passieren? Keine Ahnung. Bring uns bloß nicht um. Spaßbremse. Bereit? Go. Vorsicht. Faszinierend. Was zum Shiva? Das frage ich mich auch. Oh nein, nein, schon gut. Ich glaube, alles ist okay. Okay? Wo zur Hölle ist der Stoßzahn? Keine Ahnung, das alles ergibt keinen Sinn. Doch, tut es. Die Häuserler haben uns zum Narren gehalten. Ich glaube, du hast recht. Na super. Nein, hör mal zu. Ganesha ist das Symbol von... Halebid. Und Shiva war das Symbol von... Belur. Und das war die alte? Die alte Hauptstadt. Genau. Was, wenn der König diese atemberaubende Stadt erbaut hat und sie ein fantastisches Ziel für die Perser war? Und die alte Hauptstadt geriet in Vergessenheit. Also war diese ganze Stadt nur ein Köder. Was, wenn sie plündern ließen, um Belur zu schützen? Und ihren Schatz. Ich würde wetten, der Stoßzahn war niemals hier. Nie. Und wo ist dann Belur? Oh, Scheiße. Das sollte definitiv nicht passieren. Ja, hängen wir mal eine Runde ab, weil sie keine Lust hat, irgendwo hinzugehen. Super. Dann probieren wir es mal. Ne, rechts können wir aber nicht rum. Es kann, geht nur links, aber da wollte sie in keine Richtung gehen. Du solltest doch einfach nur da rüberspringen, Mädel. Warum machst du das nicht? Hallo? Springt einfach nicht. Was ist mit der? Du sollst springen. Okay. Wir versuchen es nochmal. Also wir versuchen es noch 50 Mal, wenn es sein muss. Links will sie offensichtlich nicht rum. Was ist denn mit innen? Kannst du innen irgendwo rum? Ah. Hoch. Okay. Lauf. So langsam fühle ich mich wie Nathan. So, das ist keine gute Idee. Keine gute Idee. Nein. Oh. Okay? Wie kommt's, dass wir noch am Nicken sind? Oh. Hohes Talent. Und ein bisschen Glück. Oh. Hey. Gut gemacht, Partner. Gut gemacht. Schlag ein. Ah, hey. Was war das denn? Das war furchtbar. Für dich muss man sich ja wirklich schämen. Korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber...
War hier nicht ein riesiger Wasserfall? Ja, stimmt. Was zum Teufel ist das? Aquädukte. Die Wasserfälle werden dorthin geleitet. Faszinierend. Haben wir das gerade getan? Naja, eigentlich war ich das. Angeberin. Hör mal, tut mir leid, wenn ich dir zu nahe getreten bin. Oh. Schon gut. Weißt du, ihr beide hättet euch blendend verstanden. Er war auch so ein sturer Dickkopf. Ich fürchte, das war jetzt gerade nicht sehr unauffällig. Wir sollten lieber hier verschwinden. Gute Idee. Mir nach. Okay. Oh. Nein, nein. Das Wasser wird zum Tor geleitet. Also folgen wir dem Aquädukt. Verstanden. Ich gehe vor. Ich liebe es, wie die dann sich immer nicht bewegen kann, bis die andere ausgesprochen hat. Geht dann immer so eine Zeitlupe? Und man denkt sich so, jetzt beweg dich endlich. Ich wollte gerade sagen, entweder springst du jetzt oder du gehst da hoch. Ja, komm. Nein, natürlich nicht. Na los, wir haben keine Zeit zum Spielen. Was? Nichts. Ich wollte aber noch ein bisschen schwimmen. Außerdem habe ich gedacht, das geht schneller. Ja. Sie haben also ihre Stadt geflutet, um ihre Geheimnisse zu schützen. Denkst du, die Soldaten wussten, dass sie nur Köder waren? Vielleicht. Hey, schau dir die Uhr an. Hab sie dem alten Mann in der Stadt abgenommen. Der blöde Sack wollte sie nicht hergeben. Ja, ich erinnere mich. Hast du Zweifel? Ich sehe den Stoßzahn nicht. Du etwa? Ich meine ja nur, ich bin nicht wegen einer Uhr dabei. Können wir das zusammen machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Das hoffe ich. Das Problem ist, wenn ich einen ausschalte, geht der andere direkt auf mich los. Okay, du nimmst den linken und ich den rechten, ja? Was zum... Von dir. Von mir. Okay. Gute Arbeit. Da sind wahrscheinlich noch mehr. Okay. Also offenbar geht's doch. Wo gehen wir denn hier? Über dir. Kuckuck. Okay, erledigt. Da. Ich wette, der Aquädukt führt genau da durch. Ich bezweifle, dass wir sie los sind. Halt die Augen offen. Verflucht nochmal! Wir schaffen das! Wow! Wohin? Ja, geh bloß nicht dahinter. Dann hätten wir den ja gar nicht erledigen müssen. Was hätte der Baum dann erledigt? Wohin? 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 Oh Gott. Ja, ich wusste, dass du noch da bist. Die Frage ist nur, wo müssen wir jetzt hin? Mein Gott, wie kam der bitte da mit dem Wagen da hoch? Ja, da können wir nicht rüber. Also da unten auch nicht. Steht der Wagen hier vorne oder was? Nee, das ist der Wagen. Okay. Kannst du mal stehen bleiben vielleicht?
Ich kann ihn nur nicht richtig anvisieren. Okay. Sollen wir darum? Ich höre keine Gegenwehr. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Scheiße. Bleib bloß nicht stehen. Spring einfach in den Abgrund. Kein Thema. Darum, ne? Wo ist hier lang? Oh, ich dachte, ich muss wieder zurück. Ja, renn vor, komm. Geh bloß nicht in Deckung. Oh, da ist keine Deckung mehr. Nein! Ich habe eine Abkürzung gefunden. Lauf! Oh, da darf ich nicht runter. Sag doch, dass du gar nicht sie bist. Du mal blöd, Mann. Ich dachte, du bist sie. Aber dafür kann er unheimlich schlecht treffen, muss man dazu sagen. Also, okay. Los! Sie ist jetzt darüber gesprungen oder was? War doch gerade noch einer. Um den kümmert sie sich oder was? Okay. Keine Ahnung, warum ich ihn jetzt nicht anvisieren darf. Wo ist hier? Kannst du dich mal bewegen, Mädel? Aber irgendwo in der Nähe von einem Schatz. Unter Beschuss. Ah. Lauf jetzt! Mann. Hoffentlich gibt es einen anderen Weg raus. Sehr schön. Ein anderer Weg raus, ja, den müssen wir jetzt suchen. Was glaubst du, was das im Boden eingeritzte Ding ist? Nichts Gutes. Siehst du die Kanäle? Die waren wohl kaum für Wasser. Au. Oh. Auf jeden Fall haben sie da die Leute ausbluten lassen. Die Frage ist nur, wofür? Was willst du jetzt hier? Ach so. Hier oben. Ich glaube, hier ist ein Weg. Okay. Da vorne ist Licht. Ja. Die Frage ist nur... Keine Ahnung. Ich würde lieber in einer Zelle verrotten, als gefoltert zu werden. Merke ich mir. Können wir da nicht hoch? Und wie kommen wir hier jetzt raus? Doch. Hörst du das? Ja.
Ja, da ist der Akvädukt. Die Frage ist, kann ich das aufspringen? Soll ich das aufspringen oder bringt das überhaupt nichts? Ich denke mal eher, dass das nichts bringt, oder? Das könnten wir theoretisch auch aufsprengen, aber hier können wir ja rausklettern, deswegen... Hier oben, ein Durchbruch. Au! Das Auge von Shiva. Sehr beeindruckend. Mein Mann war eine Woche dran und hat nichts entdeckt. Tja, das scheint dann wohl der falsche Experte zu sein. Mag sein. Weißt du, ein Hoysala-Dichter schrieb einmal über einen jungen König, der Gnade zeigte und dadurch unsere Rituale beendete. Aber die alten Könige, die wussten, Fortschritt verlangt Opfer. Erzählst du das denn Männern? Na schön. Also, zu Kriegszeiten war das Wasser in diesen Aquädukten in der Hauptstadt rot gefärbt. Die nicht kämpften, mussten als Inspiration dienen für jene, die es taten. Oh, jetzt komm schon. Los, beenden wir es. Gib mir meine Scheibe zurück. Lass mal mit B, okay? Das war wohl nicht. Ja, aber immer weicht sie nicht aus. Ein bisschen, ja. Komm schon. Entwischt. Tja, so richtig funktioniert das nicht. Miststück. Ich sehe nur ein Miststück. Wieso kann die... Das erste Mal weicht die ja noch aus. Und danach dann gar nicht mehr, oder wie? Entwischt. Weißt du, um ein Volk anzuführen, musst du erst Chaos säen. Warte. Ich werde einen Bürgerkrieg anzetteln und die schwachen Nachkommen des jungen Königs vernichten. Und mit dir vernichten. Gut, dass wir eine Söldnerin dabei haben. Scheiße! Genau, wo? Oh je. Halt dich an mir fest, dann ist alles in Ordnung. Ich bin Supergirl. Ich kann springen weiter, als ich eigentlich kann. Alles okay? Ja. Glaub schon. Hey, ganz langsam. Du hast fast eine halbe Stunde weggetreten. Eine halbe Stunde? Ja. Oh, shit. Shit, Asurf hat die Scheibe. Langsam. Oh, wir müssen los. Hey, ganz ruhig, okay? Glaubst du, du schaffst es? Hatte schon schlimmere Nächte, glaub mir.
Ich frag lieber nicht. Schön, dass du wieder da bist. Ihr seid jetzt zu zweit, richtig? Ja. Okay. Holen wir uns unsere Scheibe. Und ein paar Waffen. Und ein paar Waffen. Ja, dann machen wir uns mal zu dritt auf, ne? Jetzt sind wir total verwundert, das ist schlecht. Ich möchte dir noch sagen, du hattest recht mit Asaf. Ich meine, er sieht so bescheiden aus. Nicht wahr? Genau das will er auch erreichen. Ich bin mir sicher, dass seine Brille nur Dekoration ist. Damit er harmlos oder intelligent aussieht. Beides. Aber er ist intelligent. Er war Arzt, bevor er hiermit anfing. Also hat nichts mit Intelligenz zu tun. Ich bin mir sicher, dass er dachte, dass er das einzig Richtige tut. Hey, bist du sicher, dass du weitermachen kannst? Klar. Du musst es nur eine Weile langsamer angehen lassen. Hallo? Darf ich mich noch? Ah, jetzt. Wollte schon sagen, es wäre schön, wenn ich mich auch bewegen dürfte. Ob langsamer oder nicht, ist mir dabei relativ egal. Also wir können hier hochklettern. Ja, das ist wahrscheinlich auch das, was wir sollen. Du musst es nur langsamer angehen lassen. Ich kletter dann schon mal die 5-Meter-Wände hoch. Jetzt komm. Ich hab's irgendwie so ein Gefühl, dass wir gleich bald auf die Männer von ihm treffen werden. Sobald man verletzt ist, kommt ja dann sowas, ne? Da ist das Tor. Wir haben es geschafft. Dann lass uns das Ding mal öffnen. Ich war mir nicht sicher, ob da jetzt irgendwie ein Schatz ist, aber das Armband ist nicht angesprungen. Eigentlich mehr ein heiliger Stier. Das ist Nandi, Shivas Torwächter. Das muss der Eingang zur alten Hauptstadt sein. Den müssen die Aquädukte freigelegt haben. Yep. Oh, Scheiße. Asaf ist schon auf dem Weg rein. Okay, dann nichts wie ab da runter. Komm. Nein. Was meinst du mit Nein? Sam Drake. Sein verdammter Experte ist Sam Drake? Ja. Yeah. Scheiße. Weißt du was? Das ist fantastisch. So kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Nadine. Was? Was? Sam ist der eigentliche Grund, wieso wir überhaupt hier sind. Nein, sag, dass das ein Witz ist. Das war mein Deal. Sam ging voraus, um für mich nach der Scheibe zu forschen. Aber dann verschwand er und ich konnte ihn nicht einfach zurücklassen. Du kanntest meine Vorgeschichte mit Sam und hast mich mit reingezogen? Deine Vorgeschichte mit Asaf machte dich zur perfekten... Halt dich bloß nicht zurück. Pass bloß auf. Weißt du was, Nadine? Das ändert gar nichts. Du bekommst trotzdem deinen Anteil. Ja? Oder vielleicht serviert ihr mich ab, sobald ihr den Zahn habt, du und Sam. Komm schon, Mann, so arbeite ich nicht. Das ist genau die Art, wie Leute wie du arbeiten. Dass ich dir vertraut habe. Hör zu. Ich wollte dir von Sam erzählen. Ich schwör's, ich hab nur auf den richtigen Moment gewartet, um... Okay. Etwas Bewegung tut mir gut. Shit. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.